glaube ich, hier runter. Und hier hinten. Ich glaube, hier hinten wieder hoch. Oh Gott. Habe ich mich hier nur hin verlaufen? Nee, da komme ich nicht weiter. Muss ich jetzt gleich echt auf die Karte gucken, weil ich da nicht mehr hin finde? Da! Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ich habe diese Tempelgöttin ewig nicht gefunden, weil ich nicht wusste, dass man hier runtergehen kann. Wusste ich nicht. Savanna. Endlich treffen wir uns. Aber ich habe nicht viel Zeit. Die Altäre. Sie werden meine Macht wiederherstellen. Langsam werde ich das Land heilen. Beginne mit einer Opfergabe. Dann kann ich dir meinen Segen geben, um zwischen den Schreinen zu reisen. Das wird dir auf deiner Reise behilflich sein, wollte sie, glaube ich, gerade sagen. Aber sie hat ihr gesagt, dass sie nicht viel Zeit hat. Du kannst dem Tempel bestimmte Gegenstände opfern, um bei der Heilung von Coral Island zu helfen. Gucken wir doch mal, was wir da opfern müssen. Okay. Davon brauchen wir 5, 5, 5 und 10 davon und 10 davon. Habe ich hier auch schon was von mit? Also brauchen wir tatsächlich nur eine Rübe und eine Karotte. Das ist ja... Das hat sich ja bald... das kriegen wir relativ gut hin, glaube ich. Ja, das sollte klappen. Und dann können wir anfangen, mit diesen Altären zu reisen. Was tatsächlich ziemlich hilfreich ist, ja. Ich habe aber auch noch nicht alles zusammen in meinem anderen Spielstand, weil es ziemlich relativ schwierig ist. Im Winter, oder war damals noch, weil der Winter noch nicht so ganz ausgereift war. Und dadurch fehlte mir im Winter noch viel an Nahrungsmitteln und so Gedöns. Schritttempo hat sich mega erhöht, ne? Ich fühle mich auch gleich viel schneller. Mein Ironieknopf zum Ausstellen. Ich hatte letztes Mal tatsächlich das Gefühl, dass das schneller ging, aber. Schnarch. Ja, doch, ich glaube, ein bisschen schneller geht es tatsächlich. Da brauchten wir noch eine Rübe und eine Karotte. Ne? Rübe wächst hier, Karotte wächst auch. Das ist schon mal sehr gut. So, dann kann man schon mal gucken. Du kommst weg. Du kommst weg, du kommst weg. So. Gucken wir hier rein. Flop, flop, flop. Dafür brauche ich Fasern. Dafür brauche ich... davon habe ich noch nicht mal genug. Dich brauche ich. Davon habe ich noch nicht genug. Davon habe ich noch nicht genug. Davon habe ich auch noch nicht genug. Also müssen wir ein bisschen Bäume hacken. Hier habe ich das dumme Gefühl. Und dann bringen wir das morgen weg. Heute schaffe ich das. Es ist schon zu spät. Kinder gehören früh ins Bett. So. Okay, kann man schon mal einen Kiefern zapfen. Das ist schon mal sehr praktisch.
wir noch mal einen schönen Baum. Nehmen wir doch mal den hier. Deswegen immer alles aufheben, nichts wegschmeißen. Ihr braucht den ganzen Kram noch. Da ist eine Eiche rausgefallen, das ist auch schon mal schön. Also fehlen mir jetzt eigentlich hauptsächlich Ahorn. Von allem anderen habe ich jetzt genug. Brauchten jeweils 5, wenn ich mich nicht irre. Dann müssen wir irgendwie mal gucken, dass wir Ahorn finden. Ein Ahornsamen! Da hat jemand Einsehen mit mir. Wie nett. So. Dann gehen wir doch mal pennen. Ich hoffe, dass wir da irgendwann nochmal so Lampen aufstellen können, dass es ein bisschen heller wird. Ja, wir gehen ins Bett. Schnarch. Aha, ein Brief. Hallo Savannah, wir versammeln uns morgen am See, um den Frühlingsanfang zu feiern. Zum Fest bringt jeder sein eigenes Essen mit und bereitet es im Freien zu. Also trag etwas Leckeres bei. Das ist eine mega tolle Idee. Ich habe nur leider nichts beizutragen. Ein tatsächlich ziemlich doofes Problem. Irgendwie klappt das nämlich auch noch nicht so. Also ich weiß ja nicht, ob es jetzt geht. Wie gesagt, ich habe es ja das letzte Mal gespielt, wo noch, also seitdem sind mehrere Updates hochgeladen worden und da ging das halt noch nicht. Da konnte ich zwar in der Zeremonie, also in diesem Fest teilnehmen, aber ich konnte nichts dazu beitragen in irgendeiner Art und Weise. Habt ihr eigentlich schon rausgekriegt, wer hier wessen Zwilling ist? Hatte ich euch, glaube ich, gefragt, rauszufinden, wer Annas oder Annas Zwilling ist. Bis jetzt habe ich noch keinen Kommentar dazu gelesen. Also habt ihr noch keine Ahnung. Ah! Ich weiß es. Ja, ich bin so charmant. Ich kann so nett sein. Das charmanteste Wesen auf Erden ist euch hier begegnet. Nur, dass ihr es wisst. Bei mir habt ihr es zuerst erfahren. Na klar, war ich da schon wieder von Scheiß. So, dann gucken wir doch einfach mal. Also ich glaube, wir haben genug für die Baumsetzlinge. Hier kann man übrigens auch rübergehen, aber da kommt man nicht sehr weit. Kann man nur gut angeln, das ist alles. Wir haben genug Baumsetzlinge. Wir haben genug Saft und Heu und so gedönt. Ich glaube, euch kenne ich auch noch nicht, ne? Kennen wir uns? Du wirst deine Farm betreiben, hm? Was hast du dann hier draußen zu suchen? Übrigens, du kannst mich Paul nennen. Die Doku-Serie Friends with Wildlife, ja, die ist von meiner Frau und mir. Ich kann es kaum glauben, dass du darüber Bescheid weißt. Cool, cool, sehr cool. Es ist so schwül heute. Ach du meine Güte. Ein bisschen Regen würde nicht schaden, glaube ich. Ich glaube, ich habe auf dem Weg hierher ein paar Biber im See schwimmen gesehen. Hast du sie auch gesehen? Biber? Nee, Biber habe ich tatsächlich nicht gesehen. So, wo war jetzt nochmal mein Eingang? Hier hinten, da... Sieht wirklich ein bisschen trostlos hier aus, ne? Finde ich ja auch. Die anderen kann ich übrigens auch noch nie nutzen. Das verstehe ich noch nicht. So. Dich kann ich. Dich kann ich. Dich kann ich. Dich kann ich. Achso, ich muss gar nicht alle.
das ja witzig. Man kann es übrigens nicht lesen. Wollte ich nur kurz sagen. So, und das hier ging nämlich, also die konnte ich tatsächlich alle noch nicht anbauen oder sowas. Also ich hatte noch keine kein Saatgut für den Winter. Schalte das Gewächshaus frei. Das würde ich sehr gerne tun. Ich habe aber was fertig. Ich habe was fertig. Da passieren Dinge. Da passieren Dinge. Ich habe was fertig. Ich bin so happy. Du hast es geschafft. Trink das, um meinen Segen zu erhalten. Jetzt kannst du meine Schreine benutzen und frei zwischen ihnen reisen. Muss sehr lecker gewesen sein. Nutze die Schnellreise, um dich durch... Oh, passiert da noch was? Zuckerrohrsamen. Eine Recyclingmaschine. Die habe ich beim letzten Mal nicht gekriegt. Und jetzt kann ich nämlich hier flop und kann zum Beispiel flop. Das ist toll. Das finde ich schon sehr, sehr gut gemacht. So, du kommst weg, du kommst weg. Zuckerrohrsamen, wir sind 5 Tagen. Im Frühjahr? Okay, behalten wir. Recyclingmaschine. Behalte ich dich erstmal noch? Oder baue ich dich hier irgendwo hin? Ja, wenn ja, wo baue ich dich hin, ne? Mache ich die wieder hier an die Reihe? Oder ganz auf die andere Ecke? Oder ich weiß es noch nicht, wo ich mit den Dingern hin soll. Nein, und so lange behalte ich den auch noch da, wo er ist. Ich bin mir noch nicht sehr einig mit mir, wo ich das... Wo würdet ihr das denn hinbauen? Oben, unten, an der Seite, in der Mitte? Ich bin mir gerade wirklich sehr, sehr unschlüssig. Ich könnte jetzt noch losziehen und was zu essen kaufen. Für morgen. Aber ich lasse mich jetzt einfach mal überraschen, ob das überhaupt schon geht. Bis jetzt konnte ich auf den Festivals, also jeden Monat findet irgendwas statt. Bis jetzt konnte ich mich da eine Geode. Okay. Konnte ich mich tatsächlich hauptsächlich nur mit den Leuten unterhalten. Mehr war da, also man konnte ein paar Spielchen spielen, man konnte sich ein bisschen unterhalten, aber mehr war auch noch nicht machbar. Bin gespannt, wie sich das jetzt so entwickelt hat. Und ich räume hier noch wieder ein bisschen auf. Irgendwie muss das sein. Ich bin ja so ein... Leider echt so ein Monk, was das angeht. Ne? Wenn ich so Farben habe und da ist alles so unordentlich, das kann ich ja gar nicht haben. Ich kann ich hier auch nicht haben. Geh weg da. Da bin ich leider recht merkwürdig, muss ich zugeben. Kiki klick. Wie seid ihr denn so in so Farming Sims? Seid ihr da ähnlich oder muss das bei euch auch immer alles picobello sein oder ist bei euch alles querbeet? Das mal sagen würde. Aber ja, auch ich kann mal darum betteln. Schreibt was in die Kommentare, bitte. Und ja, ich weiß, ich soll mich noch damit beschäftigen. Irgendwie habe ich aber nicht mehr so viel Energie. Ich soll mich damit beschäftigen, dieses Eisenerz abzubauen, aber ich bin ehrlich gesagt, ich hasse das in den Minen. Ich finde Minen immer nicht so doll.
Weiß auch nicht, warum das ist. Aber eine Minen... Ich wollte doch was mitnehmen. Bin nicht so gerne in den Minen. Keine Ahnung. Nicht so meins. War irgendwie schon immer so. Ah, ich wollte ja auch noch tauchen. Zum Tauchen müssen wir auch noch. Hätte ich gestern schon hingesollt, oder? War das gestern? Ich weiß es nicht mehr. Nein, du läufst in die falsche Richtung. Ein Schmetterling. Ich wollte mal wieder ein Schmetterling mitnehmen. So, flop, 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 flop. Dann gucken wir mal, ob da jemand beim Tauchen ist. Oder ob ich den einfach schon total vergrault habe. Hier noch Inventar. Ein bisschen, aber nicht viel. Da hinten ist nämlich noch ein Schmetterling, blauer. Aber der ist zu schnell weg. So, dann nehme ich die Tulpe mit. Das ist auch... Ganz ehrlich, da kriege auch ich ADS, ey. Und Schmetterling, flop. Habe ich da gar keine Aktien drin, ne? Aber bei diesem Spiel bin ich auch so... Oh, guck mal, ein Käfer. Schon renne ich hin. Ernsthaft, wieso ADS irgendwie? Ganz schwierig. So, jetzt triggern wir das Event. Getauchen üben. Hallo. Ah, Hallöchen. Ich habe eben aufs Meer hinausgeschaut. Seit der Ölkatastrophe haben die Leute den Ozean vergessen. Eigentlich stimmt es nicht ganz. Sie denken immer noch daran. Aber er ist jetzt das Problem von jemand anderem. Jemand wird sich schon darum kümmern. Es reicht, wenn sie sich deswegen sorgen. Das ist wirklich schade, weil wir noch einmal etwas unternehmen können. Es bleibt noch Zeit. Außerdem verkümmert auch der ganze wertvolle Seetang dort unten. Ah! Tut mir leid, dass ich meine Sorgen bei dir ablade. Bist du deswegen des Briefes hier, den ich geschrieben habe? Mhm. Also mache ich nur, wenn es mit dieser Person auch nicht klappt. Ach übrigens, ich bin Ling. Ich leite das Labor an der Stadt. Danke, dass du vorbeigekommen bist. Es sieht folgendermaßen aus. Du brauchst einen Tauchanzug fürs Wasser und ich brauche jemanden, der meine Wissenschaft da unten aktiviert. Lass uns fürs Erste nur einen Tausch machen. Wenn du die 5 Sonnenorbs im Ozean aktivieren kannst, darfst du den Tauchanzug behalten. So sieht ein Sonnenorb aus. Du solltest deine Sense mitbringen, um den Müll wegzuräumen. Die Orbs sind ziemlich sicher darunter begraben. Falls du einen aktivieren kannst, und gehen wir davon aus, dass etwas passiert, weil bestimmt irgendwas passiert, wirst du bestimmt Fragen haben. Aber dazu kommen wir, wenn es soweit ist. Was auch immer passiert, du solltest wissen, dass die Sonnenorbs der Schlüssel zur Heilung unseres Ozeans und der kranken Korallen sind. Da ich nicht selbst mit dir in den Ozean hinuntertauchen kann, wird dich Kibbel, der Roboter, begleiten. Wie er genau funktioniert, erfährst du, sobald du da unten bist. Lass mich wissen, wie es läuft. Ich muss zurück zu meinem Labor. Viel Glück, Savannah. Dankeschön. Ich fürchte, aber auch das können wir heute nicht mehr ausprobieren. Leider, leider. Es tut mir sehr leid. Ich habe einen Tauchanzug. Das Problem ist nur, dass ich meine Energie so runtergeballert habe. Ich Vollidiot. Will tauchen gehen, ne? Mhm. Ja, ja, ja. Tauchen gehen. Ohne Energie. Läuft. Das ist bestimmt super. Die Idee ist mega. Aber ich sammle wieder. Ach ja, jetzt kommen wir von dieser. Ah, ja. Da, wo ich so gut langkomme, weil hier noch alles voller Müll und Bäumen und Schrott und Steinen und noch mehr Müll ist. Wer hat eigentlich meine Farm als Müllablagekippe benutzt? Das wüsste ich nochmal ganz gerne, damit ich diejenigen echt in den Arsch treten kann.